Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Dübelbemessung nach EN 1992 Teil 4 und Umsetzung im Profit Engineering. Mein Name ist Michael Schwalm, ich bin für den Bereich Social Media in Zentraleuropa verantwortlich. Ich freue mich sehr, Sie heute aus den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz aus unserem Studio in Kaufring begrüßen zu dürfen. Jetzt würde ich gleich mal in unsere Social-Ecke schalten, wo ich mich sehr freue, unsere erste Spezialistin Ihnen vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Julia! Hallo, mein Name ist Julia von der Wart. Ich bin die Produktmanagerin für strukturelle Berechnungssoftware in Zentraleuropa und ich freue mich, heute hier zu sein. Perfekt, ich freue mich auch, dass du da bist. Bevor wir jetzt dann direkt beginnen, noch zwei Punkte nur zum Organisatorischen. Die Präsentation, die wir mit Ihnen teilen, können Sie natürlich sehr, sehr gerne im Nachhinein bekommen. Hier einfach nur uns eine Nachricht schicken über das Panel. Über die Fragefunktion oder im Nachhinein haben wir eine kleine Umfrage. Hier können Sie auch anmerken, dass Sie die Präsentation gerne wünschen. Und dieses Webinar werden wir aufzeichnen. Somit können Sie das immer im Nachgang auf unseren YouTube-Kanälen Deutschland, Österreich, der Schweiz ansehen und zusätzlich auf der Webseite einsehen. Jetzt wünsche ich Ihnen ein sehr interessantes Webinar und begrüße unseren zweiten Spezialisten heute in unserem Studio. Herzlich willkommen, Oliver. Schönen guten Tag, mein Name ist Oliver Geibig, ich bin Bauingenieur, seit 13 Jahren bei der Firma Hilti und zuständig für den technischen Vertrieb in Zentraleuropa. Ja, Thema des heutigen Webinars, Dübelbemessung nach EN 1992-4 oder auch Eurocode 2 Teil 4. Erstmalig in der Geschichte der Befestigungstechnik ist die Bemessung von Befestigungsmitteln in eine Norm gepackt worden, und zwar in den Eurocode 2 Teil 4. Und das bringt gewisse Veränderungen mit sich und Anpassungen. Und das zeigen wir Ihnen heute speziell für die Dübel und auch die Umsetzung dafür in unsere Software. Hier haben wir das Ganze dann gegliedert. Wir haben eine kurze Einführung, gehen dann in den Geltungsbereich und allgemeine Anforderungen und schauen uns dann an, was sind denn tatsächlich die Unterschiede in der Ermittlung der Widerstände der Dübel auf Zug, auf Querlast und auch für die kombinierten Lasten. Und am Ende haben wir eine kurze Zusammenfassung, beziehungsweise wir gehen dann in die Software Profis Engineering und schauen uns an, wie das softwaretechnisch umgesetzt wird. Zunächst mal, die Eurocodes an sich sind Ihnen als Tragwerksplaner sehr vertraut. Eurocode 0, Grundlagen der Tragwerksplanung, Eurocode 1, Einwirkung auf Tragwerke und dann die unterschiedlichen Eurocodes je nach Untergrundmaterial für die Bemessung. Hier besonders hervorzuheben Eurocode 2 für die Bemessung von Betontragwerken und Eurocode 3 für die Bemessung von Stahlkonstruktionen. Und für uns als Hersteller von Befestigung sicher auch ganz relevant, wenn auch nicht für jedes Land, die seismische Bemessung nach Eurocode 8. Die Eurocodes an sich sind alle irgendwo miteinander verlinkt, werden wir später sehen, was das dann auch bedeutet jetzt für die Umsetzung des Eurocode 2 Teil 4. Wenn man sich dann anschaut, wir haben die Stahlkonstruktion nach Eurocode 3 und wir haben die Betonkonstruktion nach Eurocode 2. Aber die Verbindung von beiden war bisher nicht geregelt und das ist nun geschehen, indem der Teil 4 in den Betonbereich, da gehört es ja auch hin, weil im Beton werden die Lasten eingeleitet. Das heißt, den Teil 4 hat man ganz neu geschaffen. Schauen wir uns dann noch etwas genauer an, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wir hatten früher die ETAG, European Technical Approval Guideline, einen Leitfaden, der definiert hat, wie Dübel zu testen und wie diese Tests zu bewerten sind, um eine ETA, eine europäische technische Zulassung zu erhalten. Das ist jetzt mit der Bauproduktenverordnung umgestellt worden. Das heißt, mittlerweile heißen diese ETAGs EADs, European Assessment Documents, dementsprechend ist darin beschrieben die Verfahren, Kriterien für die Tests und die Bewertung der Leistung, auch wie die Tests dann entsprechend auszuwerten sind, dass man ein einheitliches Verständnis und eine vergleichbare Qualität für die ETAs bekommt. ETA steht dann für European Technical Assessment, also europäisch-technische Bewertung. Das ist die Grundlage, daraus abgeleitet dann die technischen Daten in den ETAs, in den Bewertungen. Und die wird es auch weiterhin geben, das kann man schwer normen, weil einfach die
unterschiedlichen Befestigungsmittel, Befestigungslösungen der Hersteller nicht eins zu eins vergleichbar sind und auch nicht sein werden. Dementsprechend technische Daten dazu finden Sie in den ETAs. Grundlage dafür, wie gesagt, die EADs. Und nun die Bemessung. Das war bisher in der ETAG bzw. in Technical Reports enthalten. Das jetzt Bestandteil des Eurocode 2 Teil 4. Wir sprechen von Befestigung im Beton, ganz wichtig. Ist ja auch Eurocode 2, also für Betonkonstruktionen, aber nur um das nochmal zu erwähnen, es geht nicht um Befestigung im Mauerwerk, sondern ausschließlich um Befestigung in Beton. Dann schauen wir uns den Geltungsbereich an. Nun, mittlerweile, es gab vorher, vor dem Eurocode 2 Teil 4, unterschiedliche Prüfberichte bzw. Technical Reports und Richtlinien wie beispielsweise die ETAG 001 Anhang C, die man je nach Befestigungsmittel hernehmen musste für die Bemessung. Mittlerweile ist es so, dass Einlegebauteile, Einlegebauteile wie Ankerschienen und die nachträglichen Befestigungsmethoden wie mechanische oder chemische Dübel in dem Eurocode 2 Teil 4 berücksichtigt sind, und zwar für statische Lasten, seismische Lasten, Ermüdung und Brandfall. Noch nicht für alle, wie man an der Randnotiz unten sehen kann, noch nicht für alle liegen die Qualifikationskriterien vor, aber man arbeitet dran. All das, was hier in dem Eurocode 2 noch nicht abgedeckt ist, ist in sogenannten Technical Reports weiterhin verfügbar. Und das Ziel, die Vision dahinter ist, dass diese nach und nach in den Eurocode 2 Teil 4 integriert werden können. In dieser Präsentation werden wir uns im Wesentlichen mit den statischen Lasten und den mechanischen bzw. chemischen Dübeln beschäftigen. Jetzt kriege ich schon ein Signal von der Social-Ecke, dass wohl erste Fragen schon eingetroffen sind. Deswegen schalte ich schnell rüber. Genau, vielen Dank für die ersten Fragen, die wir schon bekommen haben von Ihnen. Ab wann muss ich Eurocode 2 Teil 4 verpflichtend umsetzen, Julia? Also wichtig ist hier, dass man sich immer auf die aktuelle ETA, also auf das technische Assessment, bezieht. Da wird immer dargestellt oder auch festgelegt, welches Bemessungsverfahren aktuell gültig ist, entweder ETAG, TA 029 oder eben Eurocode 2.4. Es gibt teilweise schon ETAs, die, wie zum Beispiel bei unseren mechanischen Dübeln, beim HST3, die bereits auf eine Vorversion des Eurocode 2.4 verweisen. Das wäre dann auch das gültige Bemessungsverfahren. Und es wird jetzt nach und nach in einem Zuge alles umgesetzt. Das Einzige, was nicht mehr passieren wird, es werden keine neuen Zulassungen mehr ausgerollt, die ETAG-basierend sind. Das heißt, es wird jetzt ein schleichender Prozess sein, wo nach und nach die Dübel umgestellt werden. Wenn man ETA-basierend berechnet, sei es jetzt auch bei Profis Anchor oder bei Profis Engineering, ist man immer auf der sicheren Seite. Perfekt. Somit gehen wir wieder zurück zu dir, Oliver. Ja, vielen Dank. Dem Ganzen ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht eine Anmerkung nur, es ist eine Übergangsphase. Jetzt können Sie nicht eins zu eins die Bemessungen der unterschiedlichen Hersteller miteinander vergleichen, beziehungsweise auch unsere Produkte nicht miteinander vergleichen. Irgendwann wird dann, ich schätze mal eher gegen Ende des Jahres, werden die allermeisten ETAs umgestellt sein auf das neue Konzept. Dann schauen wir weiter, und zwar die Randbedingungen. Der Eurocode 2 und damit auch der Eurocode 2 Teil 4 deckt die komplette Bandbreite ab von dem C1215 bis zum C90105. Allerdings waren bisher die Grundlage für die Dübel, die ETAG 001 Anhang C, nur für den Bereich C2025 bzw. C5060. Auch das ist weiterhin so der Fall. Die EAD, nach der die ETAs erstellt werden, deckt auch nur diesen Teil ab. Man überlegt gerade, dass man das erweitert für höherfeste Betone. Insbesondere ist hier wichtig, nicht unbedingt nur die Laststeigerung, sondern können dann auch in höherfesten Betonen Dübel so gesetzt werden, dass sie ihre volle Funktionsfestigkeit erreichen, ihre Widerstands- oder Tragfähigkeit. Insofern könnte man sich auch vorstellen, dass man die Traglasten eines C5060 annimmt und einfach nur testet, dass das in einem höheren Bereich auch möglich wäre. Allerdings
aktuell, wenn Sie niedrigere Festigkeiten als den C2025 oder höhere Festigkeiten als den C5060 haben, dann müssen Sie auf technische Daten von uns oder von einem unserer Herstellerwettbewerber zurückgreifen. Und wir haben es aber bei uns so geregelt, dass wir das in die Software mit integriert haben. Sie sehen es dann im Ausdruck mit einem Hinweis, dass es außerhalb des Geltungsbereichs der ETA ist. So, dann eine erste Angleichung, eine allgemeine Änderung. Alle Eurocodes gehen auf Zylinderdruckfestigkeiten ein. Es gibt ja die Möglichkeit, entweder Würfel- oder Zylinderdruckfestigkeit für die Bestimmung der Betonfestigkeit. Beide Werte sind immer angegeben in beispielsweise C3037. Das war früher ein Würfel mit 200er Kantenlänge, mittlerweile mit 150er Kantenlänge in ETA. Im Zuge der Umstellung hat man dann natürlich gesagt, man geht auch für den Teil 4, also für die Bemessung von Befestigungsmitteln, auf die Zylinderdruckfestigkeit ein. Das hat dann folgende Auswirkung. In aller Regel hat man einen Vorfaktor mit K1 für den Betonausbruch bzw. K3 bezeichnet bei dem kombinierten Versagen herausziehen Betonausbruch bei chemischen Dübeln. Und dieser Vorfaktor wird sich erhöhen. Das heißt von 7,2 im gerissenen Beton auf 7,7 und von 10,1 im ungerissenen Beton auf jetzt 11,0. Ein etwas höherer Wert vor der Klammer, ein etwas niedrigerer Wert unterhalb der Wurzel, kommt letzten Endes etwa aufs Gleiche raus, vielleicht ein etwas niedriger Widerstand von plus minus 5% im Vergleich zu ETAG 001. Es ist keine große Änderung, aber das sollten Sie wissen und sich nicht wundern, wenn Sie den Ausdruck anschauen, dass dann die Vorfaktoren sich geändert haben, die übrigens K1 und K3 auch so in den ETAs enthalten sind und die Festigkeit darauf achten, dass Sie den kleineren Wert unter der Wurzel verwenden. Dann kommen wir schon zu der Bestimmung der Tragfähigkeitswiderstände. Zunächst mal zu den Zuglasten. Hier diese Tabelle 7.1 aus dem Eurocode 2 Teil 4. Hier würde ich gerne auf drei Unterschiede eingehen. Der erste Unterschied ist ein neuer Faktor für Biegung bzw. Druckkraft, der einen positiven Effekt bewirken wird. Dann den Dauerlastfaktor, der einen tendenziell abmindernden Faktor haben wird. Nicht für alle Fälle, aber für bestimmte Fälle, gerade bei chemischen Dübeln. Und es gibt dann noch gewisse Erleichterungen, um den Spaltnachweis zu vermeiden. Gehen wir auf den ersten ein. Wenn Sie jetzt so eine Konstruktion haben, eine Dübelplatte und haben ein Biegemoment aufgesetzt, dann ergibt sich daraus auch eine Druckkraft, und zwar hervorgerufen durch den Plattenüberstand, der dem Betonausbruch entgegenwirkt. Und ja, dazu gibt es und gab es zahlreiche Versuche, die aber nie wirklich konsolidiert wurden und in die ETAG 001 eingeflossen sind. Das hat man jetzt nachgeholt mit dem Psi-MN-Faktor für Moment und Normalkraft. Und dieser Faktor ist ein Erhöhungsfaktor. Warum? Er ist 1,0 für bestimmte Randbedingungen und ist größer als 1,0, also 2 minus ein bestimmter Wert, kann also maximal in die Richtung von 2 kommen für bestimmte Anwendungsfälle, die in dem oberen Bereich nicht abgedeckt sind. Also das heißt, der Faktor ist entweder 1 oder größer. Wo kann das maßgebend sein? Bei großen Verankerungstiefen, bei geringen Achsabständen und auch bei großen Biegemomenten, also klassisch die Randbedingungen, die man ja in Ankerplatten vorfindet. Dann gehen wir direkt mal weiter zu dem, ich denke, am meisten diskutierten Faktor mit dem Eurocode 2 Teil 4, und zwar dem sogenannten Dauerlastfaktor. Auch mit Psi-Sus für Sustain, dauerhaft abgekürzt. Wie kam dieser Faktor zustande? Es gab einen Versagensfall oder den einen oder anderen Versagensfall, wo man bei sehr hohen, dauerhaft wirkenden Lasten Kriecheffekte von dem Mörtel oder von chemischen Dübeln
gesehen hat, festgestellt hat. Und insofern hat man gesagt, das muss man irgendwo rechnerisch berücksichtigen, gerade bei hohen Dauerlasten. Und dieser Faktor ist, kommt dann zustande oder trägt dann seine volle Wirkung, wenn man einen hohen Anteil Dauerlast hat im Vergleich zur Gesamtlast. Das Ganze im Grenzzustand der Tragfähigkeit, das heißt, man betrachtet hier die Bemessungslasten. Zunächst mal zu ermitteln, und ich zeige Ihnen das gleich an einem Beispiel, zunächst mal zu ermitteln ist der Alpha-SUS-Faktor, und zwar das Verhältnis von Dauerlast zu Gesamteinwirkung. Und dieser Faktor gibt dann an, wie die Abminderung ist. Ist dieser Alpha-SUS-Faktor kleiner als Psi-SUS-0? Das ist der Faktor, den man aus der ETA entnimmt, der als Standardwert, wenn er nicht besser getestet wurde, mit 0,6 für alle Hersteller und alle chemischen Dübel in der ETA enthalten ist. Bin ich also mit meinem Anteil an Dauerlast im Vergleich zur Gesamtlast kleiner als 0,6, dann ist der 1,0. Wenn er darüber ist, wird er sukzessive abgemindert bis maximal auf den Wert. Beispielsweise, wenn der Dauerlastanteil 1,0 wäre, dann sieht man hier in der Formel Psi-SUS 0 plus 1 minus 1. Das heißt, man hätte dann den Psi-SUS-Wert von 0,6. Aktuell arbeiten viele Hersteller daran. Es hat etwas gedauert, bis die Grundlage wirklich dafür gegeben war, wie man diesen Faktor optimieren kann. Die liegt mittlerweile vor, das heißt, die Hersteller arbeiten daran, den Faktor möglichst zu erhöhen Richtung 1,0. Was hat er für Auswirkungen? Das sehen wir hier nochmal grafisch. Als Anwendung klassisch im Tunnelbau jegliche Befestigungen oder auch abgehängte Decken, wo man einen hohen Anteil an Eigengewicht hat und wenig Verkehrslast hat. Das heißt, der klassische Wert 0,6 heißt bis zu einem Verhältnis von 0,6. Dauerlast zu Gesamtlast ist man auf 1,0 und dann wird das sukzessive abgemindert. Bei voller Dauerlast im Vergleich zur Gesamtlast wäre der 0,6. Wenn man den Faktor erhöht, wird es dann entsprechend hier auf 0,8 oder auf 0,9 verbessert. Jetzt schauen wir uns in einem Beispiel nochmal an. Wir haben ja die ständigen Einwirkungen mit 1,35 und die veränderlichen Einwirkungen mit dem Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 multipliziert. Der ständige Anteil der variablen Einwirkung, der kann zwischen 0 und 100% betragen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben einen Behälter, der aus Sicherheitsgründen zu 50% mit Flüssigkeit gefüllt sein muss. Vernachlässigen wir da das Eigengewicht von dem Behälter, weil er entsprechend groß ist, dann wäre das ein ständiger Anteil von 0,5 oder 50%. Das heißt, jetzt wird das aufsummiert, das Eigengewicht plus die in dem Fall 50% ständige Anteil in dem Beispiel. Und damit errechnet man sich den Alpha-SUS-Faktor und der wiederum hat dann einen Einfluss, ob der Faktor Psi-SUS tatsächlich seine Wirkung hat oder auch nicht. Das schauen wir uns aber dann gleich auch nochmal in der Software an, wie das umgesetzt ist. Dann kommen wir zu den Vereinfachungen, zum Spaltnachweis. Hier sehen wir, dass es Möglichkeiten gibt. Wir hatten bisher in alle Richtungen einen Randabstand von 1,2 mal CCR für Spalten und eine Bauteildicke von mindestens 2 mal der effektiven Verankerungstiefe. Mittlerweile ist er etwas reduziert worden auf 1,0 und dementsprechend 1,2 für Befestigungsgruppen. Und wenn die Höhe der Mindestbauteildicke in der ETA enthalten hat, dann muss kein Spaltennachweis geführt werden. Wo trägt das Rechnung, das Ganze? Vorteile hat man in dünnen Deckenanwendungen, klassisch. Dann kommen wir zu den Querlasten und auch hier eine Übersicht. Es gibt eine alternative Bemessung für Stahlversagen mit Hebelarm, das heißt bei Unterfütterung
ist aber nur relevant für ungerissenen Beton. Warum? Die Frage ist, wenn der Beton reißt und das Mörtelbett dann auch reißen würde, wie verhält sich ein gerissenes Mörtelbett? Könnte man das noch voll ansetzen oder auch nicht? Insofern hat man gesagt, nur für den ungerissenen Beton, ist auch nur für Druck- und Querkräfte, aber keine Zugkräfte anzuwenden. Insofern gehe ich nicht genauer darauf ein. In den Fällen, in denen man diese Randbedingungen, die ich beschrieben habe, aber hat, kann das einen ja, doch erheblich guten Vorteil bringen. Auf was ich kurz eingehen wäre, sind ein paar Detailänderungen, die man beim Betonkantenbruch hat. Zum einen das Thema Abstandsmontage randnah. Hier hat man den Hebelarm in der Nähe der Betonkante, der in dem Eurocode 2 Teil 4 so nicht explizit angegeben ist. Das kann mögliche große Auswirkungen haben bei Geländerbemessungen. Dann haben wir die effektive Kantenbruchlänge LF. Diese wurde weiter eingeschränkt. In aller Regel bisher hat man gesagt, LF ist gleich H-effektiv. Mittlerweile hat man aber die Einschränkung, dass es kleiner als 12 mal der Stabdurchmesser nur sein darf, bis zu einem Durchmesser des Befestigungsmittels von M24 bzw. 8 mal Stabdurchmesser oder 300 mm, je nachdem was größer ist, bei Befestigungsmitteln größer 24 mm. Das hat eher eine geringfügige Auswirkung, da die meisten ETAs das bisher schon so auch berücksichtigt haben. Dann Einfluss der vorhandenen Bewährung. Ich spreche hier bewusst nicht von zusätzlicher Bewährung. Die gerade Randbewährung mit dem Erhöhungsfaktor von 1,2, die gibt es so nicht mehr, ist nicht mehr in Eurocode 2 Teil 4 erhalten. Wir haben aus Erfahrung gesehen, mit unserer Software auch abgeglichen, dass das relativ selten so tatsächlich angewendet wird. Insofern sollte es auch eher geringe Auswirkungen haben. Und schließlich noch für einen Fall, der aber nicht, oft nicht der maßgebende Fall ist, nämlich wenn ich Querbelastung parallel zum Rand habe, da hat sich ein Faktor geändert unter der Wurzel. Das kann bis zu 20% Reduktion verursachen, aber auch hier, wie schon gesagt, in aller Regel nicht die maßgebende Versagensart. Dann kommen wir noch zu den kombinierten Lasten. Hier ist zu sagen, bisher hat man ja die maximale Ausnutzung auf Zug mit der maximalen Ausnutzung auf Querlast überlagert. Das macht man heute etwas differenzierter. Man nimmt die maximale Ausnutzung auf Zug für den Beton und überlagert die mit der maximalen Ausnutzung auf Querzug auch im Beton. Also nicht mehr Beton mit Stahl und Stahl mit Beton, sondern nur noch Beton mit Beton und Stahl mit Stahl verglichen. Das sieht man dann hier ganz gut. Das ist einmal die Linie nach ETAG 001 und hier hat man die Linie nach Eurocode 2 Teil 4. In dem Beispiel jetzt, wo man auf Beton für Normalkraft den Wert 7 und auf Querkraft den Wert 14 als Widerstandswert hätte, 7 hier und 14 hier und auf Stahl die 10 hier und das sollte 6 sein und dann sieht man für die Last N ist das gerade nicht eingehalten, aber nach Eurocode 2 Teil 4 wäre das entsprechend eingehalten. Gut, bevor wir jetzt, das waren die wesentlichen Änderungen auf Zug, auf Querzug und auf Kombination aus Dübelsicht für statische Lasten. Bevor wir in die Software einsteigen und gleich zu Julia übergeben, noch ein Hinweis und zwar das Thema biegesteife Ankerplatte und die Anforderungen an eine biegesteife Ankerplatte, das hatten wir in einem unserer Webinare behandelt, haben es auch so in der Software schon umgesetzt, sei es in der ETAG 001 Anhang C, dort auf Seite 12, in dem TA 029 Seite 9 bzw. in der DIN EN 1992-4 auf Seite 38 ist jeweils Bezug genommen auf die
Ankerplatte. Man geht davon aus, dass die elastisch sich verhält, dass sie eben bleibt und dass sie ausreichend biegesteif ist für die Übertragung, für die Verteilung der ankommenden Lasten auf die Befestigungsmittel. Wie man das umsetzen kann, auch das schauen wir uns kurz in der Software nochmal an. Wir sehen jetzt hier einmal mehrere Beispiele. Ich würde mir eigentlich mal ganz gerne dieses Beispiel mit Ihnen zusammen angucken. Das jetzt einmal aufmachen. Worum geht es hier? Wir sehen hier eigentlich, so würde ein ganz normales Projekt in der Software aussehen, wenn wir jetzt halt uns entscheiden würden, wir möchten entweder nach Eurocode oder nach ETAG rechnen oder eben ETA-basiert, müssten wir als erstes das Ganze mal umstellen. Wir sind hier aktuell, sieht man, die Dauerlasten angetragen, also berechnen wir gerade aktuell nach Eurocode. Wenn ich das Ganze ändern möchte, würde ich einfach hier auf den Lastenreiter gehen und dann könnte ich hier mich aussuchen, ob ich entweder Eurocode basieren, ETAG basieren oder ETA basierend möchte. Wie vorhin schon mal angesprochen, ist es prinzipiell die sicherste Variante, ETA basierend zu rechnen. Bedeutet, es wird immer automatisch die korrekte Bemessungsvorschrift, die in der Zulassung dargestellt wird, ausgewählt. Würde halt auch bedeuten, wenn jetzt nach und nach wir umstellen, dass Sie nicht irgendwie extra in der Zulassung nachgucken müssen, ach, ist das jetzt eine neue, ist das jetzt keine neue, sondern einfach grundsätzlich immer die das Bemessungsverfahren haben, was auch wirklich gültig ist. Auch für die Frage hatten wir schon mal, für den Bestandsschutz, also wir können auch im Nachhinein nochmal Sachen nachkorrigieren. Also wenn jetzt zum Beispiel, Sie haben jetzt nach Eurocode berechnet und früher war es mal nach ETAG und jetzt haben Sie noch Dübel im Bestand, die wollen Sie aber nachrechnen, weil irgendwas nicht mehr da ist, können Sie halt auch einfach ganz normal hier nochmal austauschen, aufgehen, auf ETAG basierend berechnen und dann natürlich die ganzen Sachen nochmal nachweisen. Vielleicht bleibst du ganz kurz hier, weil die Frage vorhin dann im Nachgang von unserer ersten Webinar-Session per E-Mail kam. Mit ETA ist nicht ein drittes Bemessungsverfahren gemeint, sondern das referenziert nur auf die ETA und das, was da schon angegeben ist, entweder der Eurocode 2 Teil 4 oder ETAG 001 Anhang C bzw. der Technical Report 029 für chemische Dübel, auf das wird referenziert. Und damit, wenn Sie auf ETA-Basis umstellen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Korrekt. Was man jetzt hier auch noch einmal berücksichtigen kann, wenn wir das Ganze hier haben, wir berechnen hier gerade Eurocode-basierend. Hier hätten wir die Möglichkeit, einen Wert zwischen 0 und 1 einzugeben, basierend darauf, wie wir die Dauerlasten ansetzen wollen, also was wirklich der Einfluss ist. Magst du da noch zu was sagen? Genau, also Sie können natürlich am besten entscheiden, welcher Prozentsatz der veränderlichen Last dauerhaft auf Ihr Tragwerk wirkt. Dementsprechend haben wir uns entschieden zu sagen, Sie geben einen Wert ein, Sie kennen die ständige Last, Sie kennen den dauerhaften Anteil der veränderlichen Last, Sie addieren diese beiden zusammen, teilen es durch die Gesamtlast, alles auf Bemessungswertbasis und diesen Wert, der dann dabei rauskommt, beispielsweise hier 0,5, den setzen Sie da ein. Und wie gesagt, wenn Sie bis zu 0,6 dort eingeben, wird der keine Auswirkungen haben, da wird der SI-SUS-Faktor 1,0 auch im Ausdruck erscheinen, sind sie darüber hinaus. Im Moment sind die meisten ETAs noch auf 0,6, aber wie gesagt, wir arbeiten daran, dass wir den Wert erhöhen können. Genau. Wenn wir uns jetzt auch mal hier angucken würden, wie eigentlich die Werte aussehen, wenn man hier jetzt aufmachen würde, das meiste betrifft eigentlich in diesem Fall, gerade in diesem Beispiel, auf der zugseitigen Ausgebung. Wir haben hier einen Betonausbruch von 73% und einen Verbund bzw. einen kombinierten Ausbruch von auch 73%. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf ETAG umstellen würden, na, das wollte ich nicht, falscher Klick. Genau, also auf ETAG so umstellen würden, sehen wir, dass die Zahlen sich ein ganz kleines bisschen ändern. Das kommt halt eben daher, einmal Betonausbruch 70% und hier 72%, das ist kein großer Unterschied. Das hat zwei Gründe, einmal eben die unterschiedliche Verweis auf die einmal Zylinderdruck- und Würfeldruckfestigkeit und zusätzlich natürlich eben der SI-SUS-Faktor bzw. der Alpha-SUS-Faktor, dass wir halt eben noch die Dauerlasten berücksichtigen oder auch nicht berücksichtigen. Mhm. Was auch noch ganz interessant ist, das Gleiche haben wir jetzt alles, sagen wir mal, im starren Verhältnis gemacht, beziehungsweise wir davon ausgehen, dass die Ankerplatte biegesteif ist. Olli hatte vorhin erklärt, das liegt einfach daran, dass die Bemessungsvorschriften das so erstmal vorgeben. Klar bieten auch ETAG, sowohl Eurocode als auch TR-029 dieses kleine Loophole. Wir müssen die tatsächlichen Lasten ansetzen, wenn die Ankerplatte nicht biegesteif ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier berechnen würden, wirklichkeitsnah, also davon ausgehen, dass es vielleicht nicht der Fall ist, sondern oder überprüfen wollen, ob die Ankerplatte wirklich biegesteif ist, habe ich das auch schon mal vorbereitet, damit wir das nicht jetzt hier hin und her ausprobieren.
Ich habe hier noch zusätzlich Steifen eingefügt. Die können Sie hier erkennen. Das könnte man normalerweise unter dem Reiter Profil machen. Hier können Sie auch auswählen die Schweißnähte und halt eben die Steifen, ob Sie welche haben wollen und wie sie bemessen sind. Mhm. Und wenn ich jetzt mal hier auf Berechnen klicke, rödelt er jetzt erstmal vor sich hin und wird uns dann halt natürlich erstmal den Vergleich ausgeben. Wie sieht es aus? Biegesteife Ankerplatte, nicht biegesteife Ankerplatte. Wir sehen hier, die Lasten weisen nicht sonderlich groß voneinander ab. Es ist nur eine kleine Deviation von 7%. Würde ich jetzt sagen, ingenieurstechnisch bin ich erstmal okay damit. Und ich möchte, dass die tatsächlichen Lasten, also jetzt die von 26,2 anstelle der von 24,6, auf den Dübel angetragen werden. Mhm. Wenn ich das jetzt vielleicht zeigen wir ganz kurz noch die Betonspannungen dazu. Guter Hinweis. Ja. Warum ist der Unterschied? Sieht man am meisten eigentlich mal hier. Hier sehen wir einmal eine relativ geradlinige Verteilung und hier sieht es tatsächlich so aus. Warum ist das so? Weil die Ankerplatte sich eben doch anders verhält. Wir sehen hier auch kleine Abschützkräfte und dadurch kommt natürlich eben auch ein unterschiedlicher Punkt bei den Lasten hin. Der Dübel wird anders belastet, weil die Ankerplatte sich eben nicht komplett biegesteif verhält. So, wenn wir das jetzt bestätigen würden, dann kriegen wir hier nochmal unsere, sagen wir mal, Dübellasten und natürlich auch unsere ganzen anderen Nachweise. Jetzt für den Euro 2.4 sind erstmal die für uns maßgeblich. Hier sehen wir 89% und 92%. Wenn wir uns noch kurz zurückerinnern an vorhin, sowohl bei Eurocode als auch bei ETAG, standen da etwas andere Zahlen. Mhm. Woher kommt das? Das liegt einfach daran, dass hier auch die Federsteifigkeit des Dübels noch zusätzlich mit berücksichtigt werden muss und die natürlich eben von Dübel zu Dübel ein bisschen abweicht und ein bisschen unterschiedlich ist und eben nicht 1:1 auch bei der starren Berechnung so übernommen wird. Ja. Hast du da noch was hinzuzufügen? Dem ist relativ wenig hinzuzufügen. Also wir haben Ihnen gezeigt, wo Sie die Dauerlasten eintragen können. Dazu müssen Sie natürlich auf Eurocode 2 Teil 4 umstellen. Sollten Sie das dann, vielleicht gehst du noch mal ganz kurz drauf, sollten Sie dann die Dauerlast nicht finden, kann es daran liegen, dass Sie mechanische Dübel haben. Ich hatte ja vorhin erläutert, dass das gerade diese Kriecheffekte von dem Mörtelbett berücksichtigt. Wenn wir auf den HST3 beispielsweise mal umstellen würden, dann verschwindet die Berücksichtigung der Dauerlast. Das heißt, da, wo man es nicht berücksichtigen kann, haben wir es dann auch entsprechend nicht mehr umgesetzt. Korrekt. Ein anderes Beispiel, was wir auch gleich noch mal kurz zeigen möchten. Ja, genau, jetzt sieht man, dass es da weg ist. Verschwunden ist. Ja. Und hier könnte man es halt eben nicht einstellen. Also da muss man sich nicht verwirren. Man kann trotzdem ganz normal nach Eurocode berechnen. In diesem Fall der HST3 oder allgemein die HST-Reihe ist schon nach der Vornorm von Eurocode bemessbar. Mhm. Das ist auch schon im ETA-Verfahren so verwiesen. Das heißt, wenn wir hier nach Eurocode 2.4 oder auf ETA basierend berechnen würden, würde in beiden Fällen das gleiche Ergebnis rauskommen. Ja. Was insofern nochmal ganz interessant zu zeigen ist, auch zu den Abweichungen, die bei Eurocode entstehen können, ist, wenn wir uns mal die Querkräfte angucken. Das ist kein typisches Beispiel, deswegen bist du da wahrscheinlich vorher nicht näher drauf eingegangen. Einfach, weil es hier auch um ungerissenen Beton geht. Ungerissener Beton ist ja nicht der Standard, den wir so vorliegen haben. Ja. Sondern hier haben wir einfach ungerissenen Beton. Wir haben hier sehr starke Querkräfte, sehen ein bisschen Abstandsmontage. Wir haben einen 12er HST3, also einen 12er Spreizdübel mit 70 Einbinde Tiefe. Und wir sehen hier, der Start ist eindeutig sehr, sehr, sehr stark überlastet. Wir berechnen hier aktuell nach ETAG. Das sehen wir einmal hier oben. Und natürlich, wenn wir dann hier reingucken würden und würde natürlich auch ganz normal auf dem Reporting draufstehen. Mhm. Und wenn wir das jetzt einmal auf ETA umstellen, dann rechnet er erstmal vor sich 343 haben wir gesehen als Auslastung. Und jetzt sehen wir, dass wir auf 66% runtergegangen sind. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr großer anderer Effekt. Das liegt halt eben daran, dass da andere Teilsicherheitswerte berücksichtigt werden. Mhm. Kannst du da noch was Näheres zu sagen? Ja, andere Teilsicherheitsbeiwerte und eine andere Kurve, die hinterlegt ist für die Bemessung. Genaueres habe ich jetzt nicht vorbereitet, weil, wie gesagt, es ist ja für den ungerissenen Beton, der doch eher selten vorkommt, zumindest für Deutschland, für Österreich doch eher mal oder für die Schweiz. Aber wenn Sie dazu Fragen haben, warum diese gewaltigen Unterschiede kommen, kommen Sie gerne auf uns zu. Da können wir natürlich dann auch im direkten Gespräch gerne drauf eingehen. Genau. Gut, soweit von unserer Seite. Ich sehe, wir sind recht gut in der Zeit. Gibt es weitere Fragen, die reingekommen sind? Ein großes Lob an euch beide, Julia, Oliver. Wir sind perfekt in der Zeit. Wir haben keine weiteren Fragen, aber ich komme jetzt einfach mal direkt zu euch rüber.
Ich möchte mich natürlich bei euch beiden bedanken, dass ihr heute Gast wart bei uns im Studio. Julia und Oliver, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank aber auch an Sie, dass Sie für unser Webinar heute entschieden haben. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, wenn Ihnen vielleicht doch noch etwas einfällt, eine Frage, oder dass Sie einen technischen Berater von uns noch wünschen, bei Ihnen direkt auf der Baustelle im Büro, ein kleines Feedback-Formular, es sind 5 Fragen, die jetzt nach dem Webinar kommen. Geben Sie uns hier einfach Feedback, welche Themen wünschen Sie sich noch? Wie können wir dieses Webinar noch interaktiver für Sie gestalten? Welche Themen kommen in der Zukunft, wo wir zusammen diese Schritte gehen können als Ihr Partner? Geben Sie uns hier Feedback, wir würden uns freuen, und Sie in den nächsten Webinaren wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.